Thank you.
Nee, da ist niemand. Was soll ich bloß hier? Würden die Primitiven ihren eigenen Leuten helfen? Hör mal, warum legen wir den Mistkerl nicht einfach um? Wieso sich für ein Stück Scheiße so viel Mühe geben? Du begreifst es nicht. Du musst überlegen, was du tust. Darin ist der Baron allen anderen 10 Schritte voraus. Ach, und welchen Plan hat der Baron? Na, der kauft den Wichser ein und lässt ihn die anderen in Schach halten. Echt jetzt? Wer nicht der Erste, weißt du? Wenn wir ihn jetzt kalt machen, wird er zu ihrem Märtyrer. Lassen wir ihn aber nach unserer Pfeife tanzen. Ja, da ist er! Schießen? Wie reicht es? Ich hab nicht vor, für irgendwelche Bonzen zu sterben. Zur Hölle mit denen! Das ist wohl das Ende meiner Karriere. War nicht lang. Scheiße.
wird jetzt reden. Alle Mann zuhören. Der Baron wird jetzt reden. Wir müssen hier unter Erwachsenen sprechen, meine Herren. Also scheucht eure Primitiven von den Funkgeräten weg. Erledigt? Gut. Ich habe gehört, dass Muschel den Leuten gesagt hat, ich hätte Schweißi nicht verbrennen sollen. Und dass Schweißi ein guter Mann war. Dass ich wegen einer dummen Scheiße, die wir uns für die Primitiven ausgedacht haben, überreagiert habe. Wen interessiert, ob er betrunken war und in Sichtweite der Sklaven in die heilige Flamme gepinkelt hat? Naja, ich habe Muschel jedenfalls gerade erledigt. Da kann man nichts machen. Jene von euch, denen er was schuldet, wird von seiner Frau entlohnt. Sie ist es wert. Um also weitere Vorfälle wie diesen zu vermeiden, muss ich euch jetzt etwas sagen. Insbesondere den Neuen unter euch. Sagt mir, warum gehorchen die Primitiven uns? Weil sie uns fürchten? Teilweise schon. Aber Furcht vor Menschen ist nicht absolut. Wie läuft es denn bei euch? Wenn das Leben so beschissen ist, dass man nichts zu verlieren hat, dann kommt... Während du weg warst, habe ich so einiges ausgespäht. Selbst wenn man zu den einfachsten... Giul sagt, dass in dieser Höhle früher viele Leute gelebt haben. Im Grunde war es eine richtige Stadt. Doch dann wurden die Geysire aktiv und sie mussten fliehen. Wie du vielleicht bereits ahnst, nähern wir uns der Quelle durch die Hintertür. Auf geht's! Tja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Lass uns etwas höher klettern, um einen besseren Ausblick zu bekommen. Die Höhle rennt uns nicht davon. Was für ein Lärm! Was ist das? Hä? Ah, Scheitan! Blöde Fledermäuse! Ja, hier ist alles hinüber. Als ich aufbrach, hatte ich die Hoffnung, etwas über mein Volk herauszufinden. Über meine Verwandten, aber nun weiß ich Bescheid und es tut weh. Ruhig, ruhig. Aha. Gleich beim Eingang. Mach dich bereit, Artyom. Lade die Taschenlampe auf, überprüf Filter und Ausrüstung. Ich hab da so ein Gefühl. Ein ungutes Gefühl. Ach, zum Teufel mit den Gefühlen. Tja, lass mich mal machen. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Moment. Masken aufsetzen. Der Krieg hat die Menschen also wirklich wieder in die Steinzeit zurückversetzt. Inklusive Höhlenmalereien und so.
Die haben hier eine Weile durchgehalten. Ich wünschte, wir wären früher hergekommen. Ach, verdammt, ein Einsturz. Wir haben aber Glück, es ist noch etwas Platz. Wie viele Menschen haben hier gelebt? Alles ist so schön ausgebaut. Lass uns versuchen, daran vorbeizugehen. Das waren alle. Tja, gehen wir weiter. Thank you.
Tja, von hier an geht's nur noch im Schneckentempo voran. Jule sagt, dass die Einheimischen den Ölmännern aufs Wort gehorchen. Also versuchen wir es heimlich zu machen, ohne unnötiges Blutvergießen. Die Sklaven sind unschuldig. Da, Wasser. Siehst du den Wagen? Ich gehe dahin und verstecke mich dahinter. Das Tor wird von diesem Turm aus angesteuert. Wenn du es öffnest, fahre ich mit dem Wagen durch und du springst auf den Tank. Viel Glück. Und versuche nur die Ölmänner zu töten, ja? Ich könnte mit... Das ist gut.
Quartier Kelemindria. Flasche öffnet, ein Flaschengeist rauskommt. Mörser sagt, also Flaschengeist, ich nach Hause bin. Flaschengeist deine Hand nimmt und sagt, lass uns gehen. Mörser sagt, ich verstehe es, ich schnell nach Hause bin. Was dann? Dann Flaschengeist sagt, dann lass uns rein. Ja, das scheinen alle gewesen zu sein. Artyom, öffne das Tor, dann bringe ich den Wagen rein. Tja, so viel zur Tarnung. Wenigstens haben sie ihre gerechte Strafe bekommen. Was machen die Sklaven denn jetzt? Wo gehen sie hin? Halt dich fest!
Tja, wir haben sie endlich abgehängt. Naja, wenigstens haben wir die Sklaven nicht verletzt. Tja, anscheinend verfolgen sie uns nicht. Was wird Zeit?